So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Lego Der Herr der Ringe. Im letzten Part haben wir zusammen Christopher Lee kennengelernt, oder eher gesagt Saruman. Und der hat Gandalf in seinen Turm eingesperrt. Und heute werden wir hier versuchen, weiterzugehen. Und ihr seht selber, Leute, dass es gar nicht so einfach ist. Denn diese böse Kreatur, die versucht uns die ganze Zeit zu finden. Und wir müssen unbedingt nach Bree kommen. Aber ihr seht selber, dass es gar nicht so einfach wird. Und heute wird sich feststellen, ob wir das schaffen werden. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß. Und ich wollte mich für all die Kommentare im letzten Part bedanken. Und ich hoffe einfach, dass ihr gesund einfach seid und dass euch die Schule Spaß macht. Bei mir ist es momentan so, klar habe ich viele Prüfungen und so, aber das Wichtigste ist, dass ihr motiviert bleibt und dass ihr jeden Tag wirklich in die Schule geht, um zu lernen. Ich kenne viele, die schwänzen die Schule oder gehen erst gar nicht aus dem Bett um 8 Uhr. Aber wenn ihr die Person seid, die sagt, hey, heute kann ich was lernen, heute kann ich glücklich nach Hause gehen und meine Mutter stolz machen, dass ich den ersten Schritt wieder gemacht habe, in die Schule zu gehen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr wirklich das auch nicht für euch macht. Natürlich müsst ihr zur Schule gehen, weil das die Schulpflicht ist. Aber falls ihr in so einer richtig scheiß Situation seid, ne, wo ihr einfach nur denkt, oh Mist, ich hasse diese ganzen Kiddies in der Schule, oder ihr denkt euch, oh Mann, kein Bock auf Unterricht, ich würde lieber viel gerne zocken. Was würden eure Eltern von euch denken? Ganz ehrlich, was würden eure Eltern von euch denken, wenn ihr so eine Einstellung habt? Ganz ehrlich, was würden die anderen Freunde von euch denken über euch? Deswegen, es muss euch im Klaren sein, dass ihr das nicht nur für euch macht, sondern auch für andere Leute. Ihr wollt eure Mutter stolz machen, ihr wollt euren Vater stolz machen. Und bleibt auf jeden Fall dran und bitte verzichtet nicht auf die Schule. In der Schule findet man viele Freunde, mit denen man über die dümmsten Dinger reden kann. Zum Beispiel, ich rede viel über Herr der Ringe oder ich rede viel halt, wie es anderen Leuten geht und stellt den anderen nicht Fragen. Redet nicht immer von euch selber. Fragt mal die Leute, hey, wie geht's dir? Wie war das Reiten gestern? Oder hey, wie war gestern dein Training? Egal was, versucht euch zu sozialisieren. Versucht euch Freunde zu finden, vor allem auch in den Nachbarklassen. Das ist das Beste, was ihr tun könnt, wenn ihr Freunde in Nachbarklassen habt und dann zu ihnen in der Pause geht und sagt, hey, ich bin hier, wie geht's dir? Deswegen, sucht euch gute Freunde, sucht euch Freunde, die euch vertrauen und die euch vertrauen. Das ist ganz wichtig, dass ihr genügend Freunde in eurem Freundeskreis habt, denn wer will schon mit einem zusammen chillen in der Pause, der die ganze Zeit nichts tut oder der sich von allen absorbiert oder wie gesagt, ja, von allen weggeht. Deswegen bleibt auf jeden Fall oder seid einfach ihr selber. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie euch verstellen. Vor allem auch, ihr müsst euch nicht eurem Traummädchen so sehr verstellen, dass ihr nicht mehr ihr selber seid. Bleibt ihr selber und am besten kann man sowas, wenn man in sich selber investiert, wenn man selber schaut, wer bin ich überhaupt? Bin ich wirklich diese Person, die jeden Tag mit dieser Jogginghose in die Schule geht? Deswegen, ich mein's mal, deswegen, stellt euch das mal vor. Und diese böse Kreatur, ich wollte schon fast den Namen sagen, ich weiß, wie sie heißt, aber ich red gleich weiter, Freunde. Ich muss das Auenland verlassen. Sam und ich müssen nach Bree. Bockenburger Fähre. Folgt mir. Okay, alles klar. Wir sind jetzt hier und wo die anderen beiden geblieben sind, das weiß ich nicht. Ich hoffe, denen geht es gut. Wir müssen unbedingt jetzt nach Bree irgendwie laufen und da ist noch ein Wichser gerade gekommen. Oh shit. Ich weiß nicht, wie Sam geht. Anscheinend ist er so fett, dass er nicht so schnell ist wie Frodo. Aber wie gesagt, habt nichts gegen fette Leute. Klar kann man seinen Witz da und mal hier machen, aber respektiert wirklich jeden für die Person, die sie ist. Und ich will nicht, dass ihr Leute mobbt. Ich will nicht, dass ihr in die Schule geht, nur um diesen komischen Typen zu ärgern. Wenn ich Leute sehe, die andere Leute mobben, ne, ich krieg dann immer so einen Hals. Das pisst mich immer so an, wenn ich schwache Leute sehe, wie sie runtergemacht werden. Komm schon! Schneller!
Wie kommt man auf die andere Seite? Über die Brandywine-Brücke. 20 Meilen. Okay, alles klar. Wir haben die schwarzen Reiter auf jeden Fall jetzt erstmal losgeworden. Und ich kann euch sagen, die nächsten Missionen werden richtig abgehen. Und ich kann euch sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Dieses Let's Play wird mega geil, das kann ich euch versprechen. Ich würde mich so freuen, wenn ihr in den nächsten Parts auch mit dabei seid. Das wird mega geil sein. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Und wir haben leider nicht die 100% geschafft, das macht aber nichts. Dafür werden wir uns im nächsten Part mehr anstrengen. Wir haben fast 100.000 Münzen. Und wir setzen die Geschichte jeden Moment vor. Mich würde es mega gerne interessieren, was jetzt mit Gandalf los ist. Ich hoffe, ihm geht es gut bei Onkel Saruman. Das wird sich gleich herausstellen. Dort sehen wir Angmar, das Auenland und Mordor, wo wir bald hingehen werden. Und es regnet hier wie diese Pest, wie die Sau. Und wir müssen jetzt unbedingt nach Bre. Und dort hinten sehe ich eine Stadt und das ist echt schön. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was ich jetzt machen werde jeden Moment. Aber ich kann euch nochmal sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich muss noch nicht gehen. Bleibt auf jeden Fall an euren verfickten Träumen dran und zieht alles durch. Sagt euch selber, hey, ich habe noch nie was im Leben erreicht, aber heute kann ich einen draufsetzen. Heute kann ich den ersten Stein legen. Heute kann ich mich selber beweisen. Morgen werde ich mich dafür feiern mit meinen Freunden. Aber heute muss ich erstmal Gas geben. Denn heute ist der Tag gekommen, wo ich sagen kann, hey, ich werde jetzt richtig ausrasten beim Training. Ich werde jetzt richtig ausrasten vor meinem Mikrofon. Das ist wichtig, dass ihr jede einzelne Situation nutzt und das nicht nur für euch macht, sondern auch für Familie, für Freundin, für Freunde, für wen auch immer. Aber macht es nicht nur für euch, macht es für andere Menschen und zeigt Wille und zeigt auf jeden Fall nicht das Haus von Yoda hier. Das dürft ihr nicht zeigen, weil Yoda, der hat nicht so gerne Besucher. Und vielleicht werden wir im nächsten Part Yoda kennenlernen. Das ist eine gute Frage, ob er hier überhaupt noch lebt. Bestimmt ist er umgezogen. Ich meine, der wäre nach Dagobah umgezogen. Das könnte gut sein. Das werden wir herausfinden. Und ihr könnt auf jeden Fall das sogar noch viel besser herausfinden, wenn ihr mein Lego Star Wars 3 Let's Play anschaut. Denn dort lernen wir, oder lernt ihr, oder wir zusammen lernen dann so viele Aliens kennen. Unter anderem lernen wir auch Jar Jar Binks kennen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Schulzeit. Und bleibt dran, im nächsten Part wird es richtig geil und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Bis dann, Leute, haut rein, genießt die Schulzeit und ciao.